Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war ein bisschen überrascht, Herr Busen, dass Sie mit diesem Antrag hier gekommen sind. Aber dann habe ich nur mal in den Kalender reingeguckt und dann hat sich das ja etwas aufgelöst, warum Sie den Antrag heute hier gestellt haben und warum wir morgen noch einen zweiten Antrag zur Jagd haben werden. Denn wir haben ja heute Abend den alljährlichen parlamentarischen Jägerabend und da haben Sie gedacht, da muss ich mir irgendwie so ein Empfehlungsschreiben noch zusammenbasteln. Und ich bin gespannt, ich bin heute Abend verhindert, ich kann nicht, aber ich bin gespannt, ob es heute Abend vielleicht dazu reicht, dass Sie dann direkt an der Seite von Herrn Müller-Schallenberg sitzen dürfen. Meine Damen und Herren, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut in die Materie und Ihren Antrag etwas genauer liest, dann ist man sehr erstaunt, was Sie hier zusammengeschrieben haben, weil ich finde, dass Ihr Antrag vor Ahnungslosigkeit nur so strotzt. Bei der Frage, ob der Wolf ins Jagdrecht gehört, also wir haben es intensiv diskutiert, das Jagdgesetz hier in Nordrhein-Westfalen, intensiv, da habe ich nie gehört, dass der Wolf ins Jagdrecht rein soll. Das hat der Landesjagdverband nicht gefordert, keiner hat das gesagt. Jetzt kommen Sie damit, weil man das in Sachsen gemacht hat und weil Ihre niedersächsischen Kollegen diesen Antrag gestellt haben, da haben Sie gedacht, das macht jetzt Sinn, jetzt machen wir das auch mal. Also es ist ja nicht nachzuvollziehen, warum Sie das tun. Und ich sage auch mal, weil es selbst die Jäger nicht wollen, frage ich mich, warum wollen Sie die Jäger an der Stelle so zwangsbeglücken, wie Sie das hier vorhaben? Und, meine Damen und Herren, wir würden Ihnen nicht widersprechen, dass die Rückkehr des Wolfes ein großer Erfolg ist für den Artenschutz hier in Nordrhein-Westfalen. Das denke ich schon. Da können wir uns auch an der Stelle mal einig sein. Und ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass der Wolf, wo er in den Lebensraum hier zurückkehrt, dass er auch seine Berechtigung hat und dass wir nicht wieder Methoden wie vor knapp 200 Jahren ergreifen sollten, um ihn wieder loszuwerden. Und genauso vielleicht wie Sie auch und wie Herr Deppe habe ich viele Gespräche geführt mit Schafhaltern, mit Rinderhaltern. Ich selbst habe auch Rinder, die draußen laufen. So, natürlich sind das Probleme. Natürlich müssen wir darüber diskutieren. Wir müssen natürlich darüber diskutieren, wie man die Tiere sichert. Aber das ist doch möglich. Und Herr Deppe, ich finde an der Stelle, Sie können doch nicht alles beim Minister abladen und sagen, lieber Herr Minister, kümmere ich dich darum. Nein, es gibt natürlich auch die Verantwortung der Tierhalter und das wissen die auch, dass sie ihre Tiere sichern müssen, dass sie die Zäune verbessern müssen und dass damit auch natürlich Tiere geschützt werden können. Wenn wir uns einig sind, also wenn Sie mit Schafhaltern diskutieren, dann sehen Sie doch eine große Offenheit. Ich habe bei den Schafhaltern noch nicht einen gehört, der gesagt hätte, schießt die alle ab, weg mit den Wölfen, das wollen wir alles nicht. Das gibt es überhaupt nicht. Das gibt es überhaupt nicht. Die diskutieren intensiv darüber, wie sie ihre Herden schützen können. Und die sind auch mittlerweile, sie sind sehr froh, dass wir den Managementplan hier in Nordrhein-Westfalen haben, weil er nämlich sehr gute, konkrete Handlungshinweise gibt, was zu tun ist, wie zu informieren ist. Und wenn Sie an der Stelle den Wolfsmanagementplan schlecht reden, wenn Sie sagen, der schafft Doppelstrukturen, der schafft dreifache, vierfache Strukturen, da sage ich Ihnen, Sie mit der Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht, Sie schaffen eine Doppelstruktur. Sie wollen doch, dass neben dem Naturschutzrecht auch noch das Jagdrecht zuständig ist, ohne dass es tatsächlich etwas verändern würde in der Praxis. In der Praxis hätte das nichts zu sagen. Das wissen Sie ganz genau, dass Ihr Antrag überhaupt nichts am wenn denn vorhandenen Problem Wolf ändern würde. Es wäre keine Lösung, es wäre mehr oder weniger Placebo an der Stelle. Und da sage ich Ihnen auch, ich finde, wir sind am Anfang, der Wolf ist jetzt hier in Nordrhein-Westfalen. Es wäre gut, wenn wir mit Ruhe damit umgehen würden mit den Tieren, wenn wir gucken würden, wo sind Probleme. Sie haben gerade selbst mitbekommen, in Niedersachsen gab es den Abschuss eines Tieres, des Wolfes Kurti. Also selbst das, Sie hätten ja immer gesagt, das wird ja nie passieren, dass ein Wolf abgeschossen wird. Das geht ja nur, wenn er im Jagdrecht ist. Aber Sie sehen ja, Probleme lassen sich dann am Ende auch dann lösen, wenn nur Naturschutzrecht zuständig ist. Von daher wäre es wieder ein Argument mehr, zu sagen, das, was Sie hier beantragen, brauchen wir überhaupt nicht. An der Stelle verstehe ich Ihren Antrag eben auch überhaupt nicht. Und, meine Damen und Herren, ich finde sehr gut, dass Ihr Antrag in den Ausschuss überwiesen wurde. Ich habe erst gedacht, Sie werden ihn direkt zur Abstimmung stellen, weil ich glaube, dann können wir da noch mal zusammen drüber diskutieren.
wie sinnhaft das wirklich ist. Ich bin im Moment allerdings eher der Meinung, dass der NABU-Vorsitzende hier von Nordrhein-Westfalen recht hat. Der hat Ihrem Antrag ja attestiert, dass ihm jegliche fachliche Kompetenz fehlen würde. Den Eindruck habe ich, nachdem ich ihn gelesen habe, auch. Ich finde auch, dass das nichts bringt. Und ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung, wenn wir dann gemeinsam diskutieren im Ausschuss, Herr Busen, dass Sie am Ende, weil das kann man ja, wenn man miteinander diskutiert, dass Sie Ihre Meinung ändern und dass Sie dann gemeinsam mit uns dann gegen Ihren eigenen Antrag stimmen und sich haben weiterbilden lassen im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rüsse. Und für die